Was geht ab? Meine lieben Freunde, willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video. Und Leute, wir haben es geschafft. Ab jetzt jeden Tag um 19.45 Uhr eine JPB 2018 Qualifikation. Ihr wisst, wir haben das JPB 2018 komplett geguckt. Playlist wird hier oben verlinkt, auch für die anderen JPBs und ein JPB-Quiz-Format, was auch bald wieder kommt. Keine Sorge, Leute. Oben im i alles verlinkt. Aber wir haben uns die Qualifikationen hier angesehen. Ich habe ein paar Qualis schon gehört. Wir werden uns trotzdem alle Qualifikationen anhören und auch ein paar, die abgelehnt worden sind. Ich habe gehört, Damon hat eine abgelehnte gemacht, die extrem gut sein soll. Und auch noch eine Handvoll andere irgendwie haben eine Quali eingereicht, die entweder zu spät abgegeben wurde oder aus irgendeinem anderen Grund nicht angenommen wurde. Die können wir uns auch noch gerne geben. Auf jeden Fall werden wir uns jede anhören. Ich habe, keine Ahnung, eine Handvoll habe ich gehört. Ich habe von Timetic mal ein bisschen reingehört, aber nur die zensierte Version auf dem JPB-Channel. Ihr meintet, es gibt eine lange. Die von Crix habe ich schon gehört. Und bestimmt noch von irgendjemand anderen, der mir jetzt nicht einfällt. Der Aliens-Quali habe ich auch schon gehört. Aber werden uns trotzdem alle hier geben, ja? Heute fangen wir an mit der ersten. Ich habe hier so eine Playlist. Es wurden ein paar gelöscht. Da müsst ihr mir sagen, welche das sind und welcher Re-Upload wo zu finden ist. Vielleicht gibt es noch eine bessere Playlist als diese hier, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall fangen wir hier mit der Playlist, mit der Qualifikation von Psychro an. Ich bin gespannt, ich habe Bock. Ich dachte so, it's Quarantäne-Time, Leute, da muss ich euch wieder ein bisschen füttern, ja. Und ich habe auch Bock, wieder so ein Rap-Battle-Format irgendwie zu haben oder einfach wieder ein bisschen mehr Rap zu geben. Bedeutet, ab jetzt jeden Tag merken, 19.45 Uhr gibt es ein JPB 2018-Video. Und JMC haben wir auch noch, Freunde, also wird nice. Wir hören rein, let's go. Ungewohnt, Alter. So lange kein JPB mehr gehabt auf diesem Kanal. Ganz, 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 ganz komische Sache gerade hier, Freunde. Wo sind wir hier denn gelandet? Es gibt never mind, Psycho. Jeder reißt die Fresse auf. Wenn sie kein Pokal geben, stopf ich mit America aus. Oh, da hat er sich noch ganz anders angehört. Lul? Hä? Psycho hört sich ja noch voll anders an als in den Battles später. Alright. Richtig weird, ihn so zu hören. Mein Psycho, jeder reißt die Fresse auf. Wenn sie kein Pokal geben, stopf ich mit America aus. Ey, ich glaub, die Paarung gegen mich kommt am Ende gleich. Denn ich hol die Kiddies ab wie Pennywise. Philanthrop, Joke, aber guck mal, ich sag's ja, mein. Denn ich hol die Kiddies ab wie Pennywise. Ist eigentlich eine coole Sache, weil er ist Maskenrapper und Kiddies stehen ja so immer auf Maskenrapper. Also war es eigentlich. Es war jetzt kein Diss gegen ihn, es war ein Diss gegen seine Fans, in Anführungsstrichen. Denn ich hol die Kiddies ab wie Pennywise. Philanthrop, Joke, aber guck mal, ich sag's ja. Mein Mittel gegen Aids und zwei Bullets auf Dark Dust. War mir eine Freude, ihr blendet alles trotz Null. Umare bleibt die deutsche K-Channer, was für Null. Huch. Huch. Wollen halt, bekommt zu spät und legt euch dann noch auf die Fresse. So wie Stage in der Gruppenschlägerei. Aber immer noch ein bisschen unverständlich teilweise. Noten wollen halt, bekommt zu spät und legt euch dann noch auf die Fresse. So wie Stage in der Gruppenschlägerei. Falls ich Gios Album Scheiße verkauf, staffelt er seine Boxen zu einem Eigenheim auf. Meine Fans, eine Sekte, er reißt jedes Ziel. Verbrennt diesen Dreck und ruft bei Selene, seid Teil meiner Spiel. Digga, er shootet gegen alle einfach. Gegen alle shootet er. Ich zerreiß meine Beats, never mind meine Gang, es wird Zeit für den Krieg. Wir haben Großes geplant, es geht hoch und nicht anders. Für meine Jüngern schon so Massaker. Und wenn ihr im Jumpstone erwacht, keine Chance zu entkommen, wir gehen fort, wenn ich sag, wir haben Großes geplant, es geht hoch und nicht anders, für meine Jüngern schon. Ey, diese Insekten-Scheiße muss aber echt nicht sein, Mann. Das finde ich absolut abartig. Ich möchte ganz kurz schauen, wie es produziert ist. Produziert bei Paradox und Video bei Nevermind, okay. Und so Massaker, all diese Rapper nur schlafen mit dem Geld, mir macht alles für Geld außer Arbeiten gehen. Eure Chancen auf Siege, ja, sie matchen. Keiner true actually. So. Schlafen mit dem Geld, mir macht alles für Geld außer Arbeiten gehen. Eure Chancen auf Siege, ja, sie matchen ganz gut mit der Quote an Frauen bei einem Sextreff mit Julian. Yeah, bring mir Rapper zum. Okay, die Line fand ich nicht schlecht. Die fand ich nicht schlecht. Okay. Ihr wisst, ich war nie der größte Fan von Psycho, so. Er hat mich immer irgendwie ein bisschen getriggert, so, aber. Hier sind actually ein paar coole Lines drin. Ich mag es ja halt gerne, wenn man in der Quali gegen alle schießt, so. Und so breit gefächert vor allen Dingen. Tamedic so Plastik, der brennt nicht, der schmilzt. Und Sunny kriegt sein Gras jetzt liegen. Tja, ich weiß nicht, das ist eigentlich eine dumme Zeile, so, aber. Bring mir Rapper zum Killen. Tamedic so Plastik, der brennt nicht, der schmilzt. Tamedic so blass, der brennt nicht, der schmilzt. Ist eigentlich eine dumme Zeile. Aber irgendwie fand ich sie so lustig gerade. Ich weiß auch nicht warum, weil er irgendwie, keine Ahnung, die Vorstellung ist. Julian, yeah, bring mir Rapper zum Killen. Tamedic so Plastik, der brennt nicht, der schmilzt. Und Sunny kriegt sein Gras jetzt legal auf Rezept. Weil ein fetter brauner Tumor an den Schwarmeiern wächst wie die Made im Speck und nervt alles mit Fußball. Ein Juri, jetzt doch mal für Dumme, ja, damit bist du gemeint. Und ich sag, besser lauf lieber die mal. Julians Block 2, klippst das Haus dir nach Mika, Julian oder Fett. Ist halt dumm, auf Sunny zu gehen, so wenn man
obviously nicht ansatzweise auf demselben Level ist. Denn es ist halt dumm, auf Sunny zu gehen. Ich werde mich nie für euch verändern, das ist bipolare Störung gegen Binoy mit Weber. Ich niemals euer Lieder. Bipolare Störung gegen Binoy mit Weber. Ist okay, aber ist trotzdem halt dumm, auf BBM zu gehen. Auch die Jury-Zeile, ja, ging, keine Ahnung. Oder Fans, ich werde mich nie für euch verändern, das ist bipolare Störung gegen Binoy mit Weber. Ich niemals euer liederliches Niveau erreicht, steigert euer Businessplan, die Empathielosigkeit in mir. Ey, ey, jetzt gehen Ansprüche hoch, nach der Quali in Litschu in den Final dieser hoch, ey. Die Zeile fand ich irgendwie wieder cool. Dieses überhebliche, nach der Quali hier liegt Leju in den Finalteaser hoch, weil er schon so gewonnen hat, gefühlt. Weber enttäuscht, du ihm will nicht mal kuscheln. Ja, ist doch recht, bisschen Nazi. Ihr teilt euch zu fünft eine Nutze. Red doch nicht so schlecht über Sunny. Ey, jetzt erzähl mal, selbst ich fänd das eklig, ein Gangbang mit Weber. Sunny hat die Line nicht ganz fertig gerappt. Coming out mit 12, Karen im Bett. Ey, jetzt finde ich es ein bisschen weird gerade so. Alltags mit Julians Blog, Bronic tanzt alle da. Und das seine Girl hat nur die Kamera. Na, Alibi Fotze kann jeder sehen. Nächstes Jahr JBB Main beim CSW. Wir haben großes geplant, es geht hoch und nicht anders. Für meine Jünger ein Johnstone-Massaker. Und wenn ihr in Johnstone erwacht, keine Chance zu entkommen, wir gehen fort, wenn ich sag, wir haben großes geplant, es geht hoch und nicht anders. Ist okay, aber es waren ein paar coole Zeilen drin so. Aber die Stimme ist ein bisschen weird und es ist halt immer noch dasselbe Problem, oder was ist immer noch, die Quali wurde ja vor den Battles hochgeladen so. Aber es ist halt wieder das gleiche Problem, dass es teilweise zu unverständlich ist für mich. Und die Disse gegen Sunny, die kommen nicht ansatzweise an so, weil er ist ganz unten so und versucht sich so als krasser G auf zu stapeln. Die laufen uns näher ins Leere. Ich hab die ganze Zeit überlegt noch, die laufen ins Leere wie Bungee-Jumper, Profi, Turmspringer, keine Ahnung, Mann. Nichts Gutes gefunden in meinem Kopf, leider. Aber gut, das war die Qualifikation von Psycho, Freunde. War okay. War okay, ich glaube, ich weiß halt leider nie, wie der Vibe damals war. So, er war wahrscheinlich nicht bekannt, so. Maskenrapper, okay. Dafür gar nicht so schlecht. Ein paar gute Zeilen auf jeden Fall gehabt, finde ich. Er hat sich was getraut, muss man auch irgendwo sagen. Der Part gegen Sunny trotzdem nicht so nice. Aber ansonsten, es waren gute Flow-Passagen dabei, auf jeden Fall. Highlight-Zeilen auch einige. Beat war gut, Atmosphäre hat gestimmt, Video war auch okay für eine Quali, für jemanden, den man davor nicht kannte. Kein Low-Video, ja? Kein Low-Video, also schon ein bisschen mehr drin. Ich hätte sie damals auch schon geliked, glaube ich, weil ich den gerne im Battle gesehen hätte, weil ich dachte, der ist heiß, so hat man, finde ich, durch die Quali so suggeriert bekommen, er ist heiß, er traut sich was, hat er ja auch. Und er ist gar nicht so, ich weiß nicht, wann ist er rausgeschieden? Achtelfinale, glaube ich, oder Viertel? Ich glaube, Achtel. Von daher, war eine okaye Quali, ja? Starke Seiten, schwache Seiten. Aber war okay, Freunde, ja. Ich bin gespannt, Freunde, wen haben wir morgen? Ich schaue schon mal nach, wen haben wir morgen? Wir haben morgen Gotcha. Die Qualifikation von Gotcha, Freunde, ich bin sehr gespannt. Ey, ist irgendwie cool, irgendwie freue ich mich auch wieder, JBB zu haben, Mann. Irgendwie ist es cool, ich hab's ein bisschen vermisst, so. Ich hab's schon ein bisschen vermisst, vor allem, wir haben noch echt coole Leute hier dabei. Ich habe erst überlegt, soll ich JMC-Qualis machen, aber ich hatte auf JBB-Qualis mehr Bock. Und hier haben wir echt ein paar coole Leute dabei, Alter. Boah, wenn ich das schon sehe. Jana Khan, Grinch Hill. Ey, Michael Rape, Timematic. Ey, das sind coole Sly-Qualifikationen. Ey, das sind coole Sachen dabei, Freunde. Ich freue mich sehr drauf. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Schaltet jeden Tag ein, 19.45 Uhr live. Also nicht live, aber pünktlich hier auf diesem Kanal. Nun würde ich sagen, es gibt noch einen weiteren wunderbaren Video, Freunde. Bleibt fresh. Hey, so wie immer. Und ciao.